Herr Bernet, was hat Sie dazu bewegt, am Best of Swiss Gastro Award teilzunehmen? Ja, also Best of Swiss Gastro ist ein höchstes Ziel natürlich auch. Wir haben immer gefunden, also ich habe gefunden, vor allem jetzt mit dem neuen Konzept Mori, dürfen wir auch noch ein bisschen bei den Grösseren mitmischen. Vor allem eben, unser Standort aus ist nicht so 1-1, eine 1-Anlage in dem Sinn oder eine A1-Lage, sondern wir haben, ich habe einfach gefunden, doch, ich will das probieren, ich will dabei sein, unser Konzept ist gut. Und ja, es ist immer schön, sich ein bisschen messen lassen durch auswärtige Leute, durch Gäste natürlich, durch eine Jury. Mal ein bisschen wissen, 1-1, ehrliche Feedbacks, wo stehen wir überhaupt. Was haben Sie für Erwartungen gehabt? Sonst noch? Ja, den Sieg natürlich, nein. gehofft haben wir natürlich den Sieg. Erwartungen in dem Sinn eigentlich nicht. Ich habe gewusst, sicher sehr gut transportiert, auch auf der Internetseite, in den Medien, alles zusammen. Vor allem, wenn man das Konzept neu macht, braucht man eine Aufmerksamkeit. Und es ist sicher eine gute Möglichkeit, habe ich gedacht, gerade jetzt mal. Und es hat sich auch so herausgestellt, dass Best of Swiss Gastro wirklich eine super Plattform ist, um ein bisschen den Bekanntheitsgrad zu steigern vom neuen Laden, den wir hier gemacht haben. Und ja, es ist, ja, es gibt halt ein bisschen Feuer in einem rein und man erlebt das dann richtig, oder? Was haben Sie gemacht, um in dieser Publikumsphase, die wirklich bewertet wird, auch von Gästen, auf Ihren Betrieb aufmerksam zu machen? Also wir haben wir sind aktiv an die Leute angegangen, wir haben die Kärtchen gehabt, wir haben Leute essen lassen. Wir haben aber auch das noch wirklich noch spannend gefunden, auch die Feedbacks. Es hat nicht nur gute gehabt. Und, aber natürlich haben wir das dann so genutzt, dass wir mit den Leuten geredet haben. Und dann auch, kann er noch ein bisschen mehr wissen, wie nur ein Kreuzchen. Wieso wir das jetzt das nicht gut gefunden haben. Und für uns war das sehr wichtig. Wir haben können lernen aus dem, wir haben uns verbessern. Wir haben aber auch wirklich ein super Feedback bekommen von vielen Leuten. Wir haben sehr viele gute Kärtchen gehabt. Und man hat einfach gemerkt, auch im Team selber, wenn man das so 1-1 vom Gast angeknallt bekommt, das motiviert. Oder? Und das war auch für das Team super gewesen. Also wirklich eine tolle Sache. Sie haben es zum Teil schon ein bisschen vorweggenommen. Ich frage gleich noch mal spezifisch, was hat Ihnen die Teilnahme dann wirklich gebracht, jetzt, wo es ein paar Monate zurückliegt? Also das Grösste ist eigentlich der Best of Swiss Gastro Abend selber, die Auszeichnung. Wir sind dort angegangen, ohne Erwartungen. Wir haben gewusst, jetzt gehen wir etwas Feines essen, gibt vielleicht ein bisschen Häppchen, gibt ein bisschen Drinks und wir gehen mal schauen. Wir sind sehr begeistert gewesen, überrascht, auch ich. Wie viele Leute es sind, wie schön, dass das aufgezogen ist, wie professionell das Ganze gemacht ist. Und sind dann im Publikum hineingesessen, am Anfang natürlich sehr locker, sehr leger. Wo wir dann die Ersten haben können auf die Bühne gehen und wir gesehen haben, die Euphorie von den Leuten und die Begeisterung, haben wir dann gefunden, meine Stellvertreterin und mein Küchenchef, wäre schon noch cool. Dann fand ich, ja gut, schaffen wir das echt, mal schauen, ja vielleicht dritter Platz, oder vielleicht. Und nachher sind wir dran gekommen, leider als letzte Kategorie. Also wir mussten recht lange schwitzen und warten und zittern. Sicher 2-3 Drinks noch genommen zwischendurch und mal 2-3 Mal aufs WC gegangen. Und nachher sind wir dann da gesessen und sind dran gekommen mit International. Und der dritte Platz ist also nicht an uns gegangen. Und dann haben wir schon gefunden, jetzt ist nichts. Und dann, wo wir aber Zweiter geworden sind, hat das so einen Gefühlsausbruch gegeben. In unserem ganzen Team. So wahnsinnig, unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Auf dieser Bühne stehen, den Applaus zu ernten, Kompliment zu ernten von allen Leuten nach vorne und wissen, hey, wir haben etwas gemacht, wir sind, es ist gut, was wir machen, wir sind ausgezeichnet worden. Wir haben das natürlich nachher auch gerade genutzt, wir haben dann uns Mori angerufen und gesagt, jetzt machen wir gerade den Laden zu und jetzt trinken die Letzten noch den Kaffee austrinken, wir treffen das nachher zu der Afterparty. Wir haben das natürlich mit dem ganzen Team gefeiert und was ich muss sagen, zum einen hat es am Team einen extremen Zusammenhalt geben, eine extreme Motivation, einen extremen Drive. Zum anderen ein wahnsinniger Stolz für uns alle. Hat viele Gäste gebracht, würde ich sagen. Es sind viele Gäste reingekommen. Sie haben auch das Holzkreuz gesucht. Sie haben dann auch in der Vitrine draussen haben sie das gefunden. Und wir sind darauf angesprochen worden. Wir haben im TripAdvisor, ein Eintrag, der mich sehr berührt hat. Einer hat geschrieben, ihr hättet den ersten Platz verdient, nicht den zweiten. Wobei, wir sind natürlich, unser Weihnachtsessen haben wir, wie es sich gehört, im Rio Churrasco gemacht, in Stand steht. Das sind die, die den ersten Platz gemacht haben. Dann sind die besucht. Es war ein mega schöner Abend. Wir haben auch noch ein Gespräch miteinander. Und ja, ich finde das schon toll, oder? Gastronomie, Zusammenhalt. Und an dieser Stelle muss ich sagen, man liest immer in der Zeitung von Grüsselbeize, Grüsselgastronomie und alles zusammen und Kebabstand dort und da. Aber was man nie liest, ist, dass extrem viele
gute Fachleute gibt in diesem Business, die Gas geben. Und das habe ich vor allem dort gemerkt. Es hat so viele gute Restaurants, auch wo die Restaurants vorgestellt worden sind. Da hat es viele Leute, die mit Begeisterung, Enthusiasmus ans Werk gehen und Vollgas geben. Und das ist wirklich schön. Wirklich schön. Danke vielmals, Stefan Bernet, und viel Erfolg weiterhin mit eurem Maori. Merci.